Darüber wollen wir mit Julius Vandela sprechen. Er ist Analyst für US-Politik. Herr Vandela, ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind. Schön, da zu sein. Herr Vandela, für wie gefährlich halten Sie die Situation aktuell in den USA? Ich meine, die Spaltung ist da. Die vielen, vielen Millionen Trump-Anhänger werden nicht so einfach aufgeben und sich anderen zuwenden. Wie geht man damit jetzt am besten um als neuer US-Präsident? Den ersten Schritt hat Joe Biden gestern natürlich schon gemacht. Und es war eine versöhnliche Rede, es war eine Rede von Aufbruch. Und er hat sich auch ganz explizit an diese 75 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner gewendet, die Donald Trump am 3. November auch gewählt haben. Hat zu ihnen gesagt, ich will auch euer Präsident sein. Und bitte beurteilt mich und bewertet mich auch an den Taten, die ich und meine Administration in den nächsten Wochen und Monaten auch an den Tag legen werden. Und insofern lasst eure Ideologie auch irgendwo hinter euch. Aber schlussendlich geht es wirklich darum, dass Joe Biden handelt und vor allem das Leben der Amerikanerinnen und Amerikaner in dieser wirtschaftlichen Situation und vor allem auch eben mit Blick auf die Corona-Pandemie verbessert. Das kann der einzige Weg sein, raus aus dieser Krise. Und wie könnte dieser Weg aussehen? Ich glaube, in erster Linie, und da werden wir heute noch mehr von Joe Biden hören, wie er eben auch konkret auf die Corona-Pandemie eingehen will. Der eine Plan ist natürlich 100 Millionen Impfungen in den nächsten 100 Tagen. Das ist ein Weg. Das zweite ist natürlich auch die Maskenpflicht, die er zumindest in öffentlichen Gebäuden einführen will. Er hat gestern schon mehrere Dekrete erlassen, Teil davon eben auch Lieferketten, die natürlich auch darauf abgezielt sind, dass eben der Impfstoff besser auch im Land verteilt wird und eben auch die Geschwindigkeit, mit der der Impfstoff in den Arm der Amerikaner kommt, doch dort deutlich nochmal gesteigert werden soll. Es gibt aber noch einen zweiten Punkt und das ist, er will jedem Amerikaner, jeder Amerikanerin nochmal einen Scheck ausstellen über 1400 Dollar, der natürlich auch dadurch dienen soll, dass die Leute eben auch wieder ihre Miete bezahlen können. Insofern schnelle Linderung für die Amerikaner, aber auch das muss erstmal noch durch den Kongress gehen. Schauen wir vielleicht noch auf die internationalen Beziehungen der USA, natürlich mit einem besonderen Blick eben auch auf die EU und auch auf Deutschland. Außerdem Tonfall, der natürlich konzilianter sein wird. Was wird sich ändern? Viel wird gleich bleiben. Die Pipeline wird natürlich weiterhin Thema sein und da wird wahrscheinlich auch Joe Biden die Position von Donald Trump weitgehend übernehmen. Dasselbe gilt natürlich auch für den NATO-Beitrag, den natürlich auch Joe Biden einfordern will, genauso wie es Donald Trump und Barack Obama vorher auch schon getan haben. Die große Frage ist, könnte es eventuell sogar sein, dass Joe Biden den ersten Amtsantrittsbesuch sogar nach Deutschland macht? Ich glaube, da spricht einiges dafür. Wie gesagt, steht alles noch in den Sternen. Der G7-Gipfel kommt ja auch noch im Frühjahr. Insofern viele Optionen dort. Aber der Ton ist das eine. Und die Kanzlerin hat es ja auch gesagt, es ist zumindest ein breiteres Fundament, was Werte und auch Überzeugungen betrifft, auf das man aufbauen kann. Letzter Punkt noch dazu. Joe Biden und sein Team, auch der designierte Außenminister Tony Blinken, die verfügen natürlich auch schon über ein Netzwerk. Joe Biden kam fast jedes Jahr zu der Münchner Sicherheitskonferenz. Und insofern ist, glaube ich, auch auf Arbeitsebene doch schon eine ganz andere Beziehung möglich, als es zuvor noch mit der Trump-Administration war. Herr Vandela, lassen Sie uns zum Schluss noch auf die Situation der Republikanischen Partei schauen. In was für einem Zustand sehen Sie die? Das ist wirklich herausfordernd, insbesondere für Mitch McConnell, den Anführer im Senat der Republikanischen Partei, Minderheitsführer der Republikaner. Die müssen sich jetzt wirklich die Frage stellen, wie wollen wir weiter vorgehen? Wollen wir mit diesem Amtsenthebungsverfahren von Donald Trump auch weiter nach vorne preschen? Wollen wir da die Demokraten auch unterstützen? Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, will die Republikanische Partei sich jetzt auch dem Trumpismus entledigen? Ist das überhaupt möglich? Oder wollen sie vielleicht jetzt auch noch weiterhin die Trumpisten mit einspannen? Große Fragen und die Republikanische Partei ist da wirklich auch gespalten und wird da ihren eigenen Weg finden müssen. Was ich nicht hoffe, ist, dass es eine fundamentale Opposition gegenüber der Demokraten geben wird, aber auch das ist nicht ausgeschlossen. Herr Vandela, besten Dank für Ihre Einordnung. Danke Ihnen.